Spezielle begann 1864 hier, da war eine Spezereiwarenhandlung, das sind Kräuter und Gewürze, und weil man die gut in Alkohol konservieren kann, hat der Gründer Karl Sack hier auch eine Destille gemacht. Und ich bin jetzt der Destillateur in der 6. Generation und ich habe ein bisschen was geändert. Ich bin auch der Erste, der angefangen hat, Reklame zu machen. Ist dann rauf bis nach Hamburg zum Feinschmecker. Der zählt mich momentan zu den besten Adressen in Bayern. Wissen morgen nicht mehr, wie wir heißen. Selbstzerstörung, Russian Skandal. Wir haben schon öfter mal zusammengearbeitet. Ich habe dann mal erzählt, als wir mal zusammengesessen waren, dass ich nächstes Jahr hier diese Destille übernehmen werde. Daraufhin kam dann ein paar Monate später der Anruf vom Nord. Hey, wir wollen ein Feuerwasser machen. Du übernimmst eine Destille. Wie schaut's denn aus? Habt ihr Bock, das dieses Jahr schon zu machen? Das ist eine Halbliterflasche. Sie wollten keine normalen Standardflaschen haben, wie alle anderen. Der Totenschädel. Passend auch zum Logo vorne drauf vom Feuerwasser. Saufen unser Grab, Feuer, Feuer, Feuerwasser. Also das Ganze beginnt mit dem Mazerieren. Danach gehen wir hier rüber zu unserem Destillierapparat. Da kommt dann alles rein, wird dann destilliert zu einem Pflaumendestillat. Dieses Destillat wird dann zusammen mit weiteren Zutaten hier drüben in unserer Mischanlage zusammengemischt und danach per Hand abgefüllt, Flasche beklebt, Schrumpfkopf drauf und ab zur Hämatom. Feuer, Feuer, Feuerwasser, wir singen mit dem Teufel durch die Nacht.